Hallo Leute, mein Name ist HCC und willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mod. Letztes Mal haben wir uns um Strom gekümmert und dieses Kernkraftwerk sollte uns für eine Weile reichern. Wir haben auch hier die Bahnhöfe etwas mit Logistik abgedatet, so dass die Stationen deaktiviert sind, wenn wir genügend hier in den Kisten haben. Und heute wollen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir mehr von den Bahnhöfen mit Material beliefern. Und das Einfachste ist, wir beginnen hier mal mit Kupfer. Vorderhand brauchen wir Kupfer noch nicht. Aber wenn wir mal schauen, Kupfer benötigen wir für Bronze, für Messing und wir brauchen das Erz auch für das Kobaltoxid. Und all das können wir hier bei diesem Feld machen. Aber wir werden das ein bisschen anders machen als bisher, denn wir machen zuerst das Förderfeld, dann die Abholbahnhöfe und erst dann die Schmelzen und für die Schmelzen für die Legierungen oder das Kobaltoxid brauchen wir zusätzliche Materialien, die wir anliefern. Und damit das Ganze letztendlich etwas effizient rauskommt, werden wir das in einer bestimmten Reihenfolge machen, sodass dass wir die richtige Anordnung finden. Dass das dann hoffentlich klappt. Also zuerst mal hier unser Erzfeld mit dem Ausgang nach unten. Und wie wir wissen, die Strommassen, die werden nicht richtig gesetzt. Drum machen wir das von Hand und diese hier außen durch können wir gleich entfernen, brauchen wir nicht. Und denke ich, bastle hier mal was zusammen, bis wir die Bahnhöfe haben. Oder die ersten Bahnhöfe, so dass wir dann sehen können, wo kommen die Schmelzen hin, und da etwas an unserem Layout arbeiten können. Wir haben das Kupferfeld und wir haben den Kupferbahnhof hier mit doppelter Beladung links und rechts, damit wir die Kupferzüge schneller beladen können und weiterbringen. Denn ich denke, wir werden ein bisschen mehr Kupfer brauchen als 10 und 10 beladen wir nur von einer Seite. Hier unten nun brauchen wir Schmelzen. Und ursprünglich habe ich gedacht, ich mache die so. Aber ich denke, wenn wir das Ganze um 90 Grad drehen und das so platzieren, dann tun wir uns einfacher mit den Erzen hier von links reinzufahren und dann auch für die weitere Verarbeitung der anderen Legierungen und so können wir dann quasi auf derselben Höhe machen, weil mit diesem Ansatz hätten wir dann beispielsweise Bronze hier
Und damit das funktioniert, hätte dann Kupfer irgendwo hier unten sein müssen. Aber wenn wir das so machen und wir lassen hier oben etwas Platz, dann können wir hier die erste Schmelze platzieren und dann lassen wir einen Abstand von 3 Blöcken, machen die zweite hin. Und die oberen 2, denke ich, die werden für nur für den Kupferbahnhof sein. Und dann machen wir hier unten noch eine dritte hin. Und die sollte uns dann reichen, zumindest vorderhand, für die ganzen weiteren Legierungen, die wir brauchen. Und wir können dann immer noch mehr nach unten erweitern, falls wir das für nötig erachten. Und damit haben wir das Layout hier vollständig. Dann hier Output, die oberen 2 gehen an die beiden Bänder hier hin. Und das untere Band, das können wir dann hier hin machen. Und hier werden wir andere Schmelzen benötigen, denn hier wollen wir, ja, wir machen Bronze zuerst, denn das benötigt nur Kupfer und Zinn, was wir schon haben mit einem Bahnhof. Somit sollte das recht einfach sein. Und dafür werden wir dann hier unten weitere Bahnhöfe brauchen. Aber ich lasse die Roboter hier das mal fertig bauen. Dann kann ich mal die, was wir haben, die oberen 2 Kupferschmelzen an die Erze anschließen, an den Bahnhof anschließen. Und dann schauen wir, wie wir das hier machen, denn hierfür brauchen wir Metal Mixing Furnace. Das sind die hier. Und davon werden wir einige benötigen. Die muss ich auch zuerst noch bauen. Und dann müssen wir sowieso sehen, wo kommt unser Bahnhof hin? Wie machen wir das? Hier oben können wir einfach die Ausfahrt auf die Gleise machen und dann hier quasi unten lang durch und dann hier oben verschiedene Bahnhöfe für die Beladung machen. Aber hier unten, die Züge müssen von irgendwo reinfahren, die müssen irgendwo rausfahren und das habe ich noch nicht so bis ins letzte Detail ausgeplant, wie das denn funktionieren soll. Die ersten Anfänge sind gemacht und Kupfer ist schon mal an die Bronzeschmelze angeschlossen. Und ich habe mir gedacht, dass wir für die Bahnhöfe hier unten machen wir hier quasi den Ausgang da nach rechts. Und sobald wir alle Schmelzen platziert haben, können wir mit dem Ausgang nach oben und dann können wir vielleicht hier einen Bahnhof haben. Das heißt, das Gleis hier brauchen wir nicht, denn das ist der unterste. Und das wird ein Zinn Delivery, dieser hier.
Und das heißt, hiervon haben wir zwei Bahnhöfe, einen Zug, der aber noch nicht hier hinkommt. Dann wollen wir, ja, das muss etwas länger sein. Bis hier hinten. Und dann brauchen wir eine Ausladung. Und die... Ich kopiere hier nur mal die Greifarme. Die Ausladung machen wir hier nur auf einer Seite. Denn ich denke, das dürfte schnell genug sein. Dann brauchen wir hier nochmals Greifarme. Große Strommasten oder mittlere Strommasten sind sie ja eigentlich. Dann verbinden wir das Ganze hier. Und dann, ich glaube, den Rest hier, den können wir kopieren. So, nur diesen Teil hier brauchen wir nicht. Und das ist dann auch schon die... Hier brauchen wir eigentlich auch nicht einen Balancer, sondern wir brauchen nur ein Förderband als Ausgang. Denn wir haben nur eine Schmelze, die wir mit Material beliefern müssen. Hier ein langes Untergrundband oder ein längeres. Und das geht sich ja auf wie geplant. Gut, das wäre dann die erste Schmelze. Dann platzieren wir doch die zweite. Nebendran. Und hier. Das ist dann die für Messing. Da müssen wir dann die Rezepte noch umstellen. Und für Messing, das ist etwas komplizierter, denn für Messing brauchen wir noch Zink. Zink haben wir noch nicht. Aber dazu werden wir noch kommen. Vielleicht in dieser Folge, vielleicht in der nächsten. Aber wir gehen das schön der Reihe nach an. Und mit dem hier geplant, können wir dann hier oben den Abholbahnhof machen. Und dann können wir auch die dritte Schmelze machen für Kobaltoxid, welche auch noch zusätzliche Inputmaterialien braucht und vielleicht auch noch zusätzliche Verarbeitungsschritte. Aber wenn wir das alles geplant haben, dann wissen wir, wie weit nach rechts hier unser Setup reicht und wo wir die Bahnlinie dann endlich hochziehen können zu unserer Hauptlinie. Gut, dann stellen wir hier die Rezepte ein.
Und dann können wir schon mal hier das Ganze aufplanen. Und wenn wir das so machen, dann sind wir auch hier wieder richtig. Genau da, wo wir den Output brauchen. Und diesen Bahnhof, den müssen wir dann natürlich umbenennen. Denn das ist nicht Zinnplattenanlieferung, sondern Zinkplatten-Delivery. Aha, und mir fehlen Teiler. Für die Teiler fehlen mir Komponenten. Es ist dasselbe alte Lied. Hier fehlen auch Förderbänder. Und ich denke, hier hinten, da brauchen wir die paar Dinge nicht. Und wir machen den Ausgang oder die Einfahrt in diese Richtung. Und haben dann quasi den Ausgang und die Einfahrt da gleich mal nebeneinander. Und dann können wir hier oben können wir auch noch diesen Bahnhof kopieren. Wir kopieren doch einfach mal das. Und etwa hier hin. Und dann Ausgang hier. Den verbinden wir hier nach oben und auch diese Station müssen wir umbenennen. Ich habe keine Stationen bereit. Hier das Signal im Weg. Dann verlegen wir das leicht. Und auch die Eisenkisten und die Greifer sind inzwischen ausgegangen. Gut, so wie es aussieht, muss ich da mal für Nachschub sorgen. Und dann wiederholen wir das gleiche Spiel hier nochmal für die Kobaltoxidverarbeitung. Und müssen dann schauen, wie kommen wir an Carbon ran, wie kommen wir an Limestone ran, woher bekommen wir den Wasserstoff. Aber das sind alles Probleme, die haben wir schon mal gelöst. Wir wissen, dass wir es lösen können, sollte daher nicht wirklich ein Kunststück werden, das hier fertig bringen zu können. Die Bronzeproduktion läuft bereits, dass wir Kohle oder beziehungsweise Zinn bereits in einem Zug haben und dieser Zug hier am Bahnhof angekommen ist. Für die anderen, da fehlen uns noch Zutaten hier für Messing.
ist das Zink. Zink ist nicht ganz so einfach zu beschaffen. Und für das Kobaltoxid fehlt uns hier noch Stein, sodass wir den zu Sandstein zerreiben können. Hier den Sauerstoff, den wir nicht brauchen, den haben wir. Machen wir das mal so. Leeren wir die und das wird nicht funktionieren. Was wir aber machen können ist, wir verbinden das Ganze einfach hier untenrum. Ist vielleicht nicht die beste Methode, aber dann können wir hier oben den Sauerstoff einfach in die Luft lassen und wir haben hier überall auch Wasserstoff drin, sodass uns nur noch das weiße Zeugs hier fehlt. Und das bekommen wir, sobald wir hier Stein ranbringen. Oben an unsere Linie ist auch alles angeschlossen. Sieht in etwa so aus. Hier haben wir den Ein- und Ausgang für die Bahnhöfe unten. Und hier oben haben wir auch... Nein, nicht hier oben. Unten bei diesen Bahnhöfen haben wir auch etwas Logistik, denn die akzeptieren ja die gleichen Materialien, die wir in unserem großen Bahnhof haben. Das heißt, hier müssen wir auch steuern, dass wenn wir genügend Materialien hier in den Kisten haben, dass der Bahnhof deaktiviert wird. Und derzeit haben wir noch etwas weniger als die 40.000. Das heißt, wir werden nochmals einen Zug mit Materiallieferung bekommen. Aber dann denke ich, sind auch diese voll, denn wir haben momentan noch keine Bahnhöfe, die hier das Ganze abholen. Und was mir gerade auffällt, hier fehlt uns ein Bahnhof für das Messing. Den müssen wir da noch reinquetschen. Und was ich hier auch machen möchte, ist hier im Gegensatz zu diesem Bahnhof haben wir keine Wartehaltestellen. Das heißt, hier sagen wir auch überall Zugbeschränkung 1, sodass wir nicht in die Situation geraten, dass mehrere Züge versuchen, diese Station anzufahren und dann eine Schlange bilden und allenfalls die anderen Bahnhöfe blockieren. Gut. Das war das und ich muss da noch die Bahnhofssituation korrigieren. Aber dann, hier fehlen anscheinend auch noch Reiforme. Wenn wir dann diesen Bahnhof drin haben, dann sind wir zumindest für die Verarbeitung, Beladung, Entladung, haben wir alles. Und alles, was uns dann effektiv noch fehlt, sind die Lieferungen für Zink und Stein unten und dann natürlich die Züge, die das Material auch wieder wegführen. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
Also bis dann und tschüss.